Ja, wer kennt's nicht? Wir haben hier so ein Brett und das möchten wir auftrennen, damit wir einmal so die Maserung freilegen können, um so ein spiegelaufgeklapptes Stück Holz verleimen zu können. Oder vielleicht brauchen wir auch einfach nicht so ein dickes Stück Material für unser Projekt. Ja, vor dieser Problemstellung haben bestimmt schon einige in ihrer Werkstatt gestanden. Und wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, kommt man meistens auf zwei Lösungsansätze. Und diejenigen, die mir schon ein bisschen länger folgen, werden wissen, dass ich solche Auftrennschritte sehr, sehr gerne mit der Tischkreissäge mache, weil das ein paar Vorteile ergibt. Wir werden heute mal beides ausprobieren. Wir schauen uns als erstes die Bandsäge an, worauf wir hier achten müssen. Und dann kommen wir später zur Formatkreissäge, die ich aber heute als Tischkreissäge benutzen werde. Das bedeutet ohne Formatschiebeschlitten, damit ihr das besser nachvollziehen könnt. Da gibt es ein paar Kleinigkeiten, da sollte man drauf achten, damit das bei solch hohen Stücken auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe hier einfach ein paar Eiche-Reststücke, die habe ich mir mal genommen. Die sind noch von einem vergangenen Projekt und die sind schon recht gut ausgehobelt. Das ist auch tatsächlich sehr, sehr wichtig, denn wann immer ihr so etwas tut, solltet ihr auf die Rechtwinkligkeit und die Planheit eures Brettes achten, damit ihr es halt eben einfach gut positionieren könnt und ihr später euer Brett nicht schief aufschneidet. Wenn ihr hier unten einen 3-Grad-Winkel drin habt, dann versägt ihr euer Brett, weil er logischerweise schräg euer Holz auftrennt. Ihr seht zwar dann oben die Mitte, aber unten kommt ihr auf einer Seite ein bisschen weiter daneben raus. Dann benutze ich tatsächlich für solche Zwecke ein Werkzeug. Das ist echt cool, das habe ich noch in der alten Werkstatt gebaut. Das ist hier dieses Teil. Das ist so ein Mittefinder. Oh, ich sehe auch, mein Bleistift ist abgebrochen. Ich glaube mal, dass ich dieses Teil hier sogar noch in meiner allerersten Werkstatt gebaut habe. Ist sehr, sehr simpel aufgebaut. Wir haben hier diese seitlichen Teile und in der Mitte haben wir ein Loch. Da können wir einfach einen normalen Bleistift reinstecken. Der hält hier einfach so drin. Den muss ich aber erstmal anspitzen. Hier mit dieser Vorrichtung ist es auch ganz cool, wenn wir mal ein Stück haben und wir müssen über die Kante hinaus, könnten wir theoretisch unser Bleistift hier vorne reinstecken. Habe ich tatsächlich in der Praxis nie so gebraucht. Hier diese Mitteposition, die reicht vollkommen aus. Das erste Brett möchten wir mit der Bandsäge auftrennen. Also müssen wir hier einmal die Hupsala. Da bin ich ein bisschen verrutscht. Also nehmen wir jetzt die Seite. Das erste Brett möchten wir also mit der Bandsäge auftrennen. Bedeutet, wir müssen uns hier einmal eine durchgängige Linie anzeichnen. Und ihr seht, wenn man das hier so anzeichnet, ich drehe es mal einmal rum, dann haben wir direkt die Mittelposition markiert. Sehr, sehr praktisch. Anhand dieser Linie können wir also alles auftrennen. Also erstmal was Generelles zur Bandsäge. Hier werde ich gleich erstmal ein frisches Band draufpacken, weil das hat beim letzten Schnitt einen Schlag abbekommen und wir brauchen wirklich ein gutes, scharfes Sägeband. Idealerweise, was ein bisschen breiter ist. Das Funktionsprinzip von einer Bandsäge ist eigentlich relativ gleich. Oben ein Rad, unten ein Rad, darüber läuft ein Sägeband. Übrigens, das ist kein Sägeblatt, weil es ist ja ein Band. Fun Fact. Und wir haben eine Bandführung. Wenn das alles gut funktioniert, wenn wir ordentlich Spannung hier auf das Sägeband bringen können und wir eine gute Kraftübersetzung vom Motor auf die Bandsäge haben, das ist in meinem Fall nämlich durch ein Getriebe gelöst. Da haben wir hier wirklich gute Möglichkeiten, das zu schneiden. Wenn man eine sehr, sehr kleine Bandsäge hat und man hier das Teil wirklich komplett hochstellen muss, dass das Brett gerade drunter durchkommt, dann wird es oftmals schwierig. Das hier ist die Durchlasshöhe. Ob die Bandsäge das packt, steht aber meistens in einem anderen Buch geschrieben. Das bedeutet, wenn eure Bandsäge nicht so viel Power hat, nicht so stabil ist, kann ich mir vorstellen, dass es da schon ein bisschen schwieriger wird oder sehr, sehr aufwendig. Das nächste Problem, was viele, viele Bandsägen haben, ist der Anschlag. Ihr seht, an dieser Maschine gibt es nicht immer einen Anschlag. Das ist okay, ich markiere mir meinen Strich und kann das Brett freihand führen. Denn oftmals, wenn das Zusammenspiel zwischen Bandführung, Bandspannung und der Einstellung vom Anschlag zum Band, wenn das nicht so richtig passt, funktioniert es auch mit dem Anschlag nicht. Das heißt, hier einen Anschlag irgendwie draufspannen würde irgendwie gehen, aber in der Zeit markiere ich mir lieber eine Linie. Das bedeutet, mit dem Anschlag arbeiten, finde ich, ist es bei den meisten Sägen sowieso ein bisschen blöd. Außer natürlich ist es eine neue Bandsäge, die ja, ein bisschen was kann. Ich will hier nur kurz erinnern, diese Bandsäge hat 60 Euro gekostet, hat einen Getriebeschaden gehabt. Ich verlinke euch die Videoreihe oben rechts im Eck. Ich habe das Ding wieder restauriert. Das war eine maximal günstige Bandsäge. Das, was ich mache, ist wunderbar. Ja, und Fun Fact, unter dieser Videoreihe haben, glaube ich, zumindest mal ein paar geschrieben, Philipp, das hält von heute bis Mittag. Also bis jetzt läuft mal meine Bandsäge und ich habe da vor kurzem echt einige Schüttraummeter mit Brennholz geschnitten. Da wurde das Getriebeöl auch maximal warm, der Getriebedeckel wurde warm, aber sie läuft noch. Also irgendwas habe ich richtig gemacht. Sägebandführung so einstellen, dass wir oben einfach noch ein bisschen Luft haben. Das reicht. Witzigerweise für euch als Info, das hier ist auch meistens so die Höhe, da habe ich die Sägebandführung immer eingestellt, weil wenn das Sägeband scharf ist und man nicht so sehr drückt, dann bekommt man auch die Späne geräumt, dann ist das alles nicht so wild. Und jetzt seht ihr auch gerade, warum es wichtig ist, dass das Holz 90 Grad unten als Winkel hat. Würde es schief stehen, würden wir jetzt logischerweise das Brett als Keil auftrennen.
Der Schnitt durchs Holz ging wie Butter. Es hat alles gut ausgesehen beim Schnitt. Wir mussten nicht viel drücken, oder ich musste nicht viel drücken. Und ja, hat eigentlich alles gut ausgesehen. Oben die Linie passt perfekt. Ihr habt am Schluss gesehen, dass ich so ein bisschen das Brett drehen musste, dass ich schneiden konnte. Aber nichtsdestotrotz ist unser Ergebnis für den Arsch. Und ich denke mal, so wie ich jetzt gerade vorgegangen bin, so gehen einige vor, weil sie halt eben ja, nicht alles dazu bestellen. Okay, ich muss das, die perfekte Einstellung. Und dann ist man relativ schnell, denke ich zumindest mal, gefrustet, wenn man dann sieht, okay, jetzt kann ich das Brett nehmen, kann es klein schneiden. Aus dem hier kann ich vielleicht noch was draus machen. Aber das hier, da sind irgendwie noch 3 mm Stärke geblieben. Ihr seht, das erste Stück hat okay ausgesehen. Und dann ging es hier wirklich bergab. Hier sind wir weit nach unten gekommen. Also ein total schrottiges Ergebnis. Und dann witzigerweise am Schluss ging es wieder. Da hat vielleicht der Seitendruck, wo ich das Brett gerade gehalten habe, nicht so richtig gepasst. Aber unterm Strich ein Ergebnis, was einfach schrottig ist. Jetzt habt ihr mal schön gesehen, warum ich diese Methode so gut wie gar nicht benutze, wenn ich solche Bretter hier auftrenne. Man muss zu viel händig das Ganze führen. Man muss zu sehr sich darauf konzentrieren, dass man das Brett auch gerade da durchführt. Und es ist einfach nicht so meins. Mache ich nicht so gerne. Ich werde euch jetzt zeigen, wie ich so etwas auf der Kreissäge auftrenne. Gerade ein paar Worte dazu, das kann man auch tatsächlich kombinieren. Denn wenn wir jetzt mal annehmen, dass eure Kreissäge nur bis hierhin sägen kann, weil sie vielleicht ein bisschen kleiner ist oder ihr sie irgendwie umgebaut habt und ihr in der Mitte einen Steg stehen habt, dann könnt ihr diesen Steg immer noch auf der Bandsäge auftrennen. Bedeutet, wenn ihr das Brett nicht ganz auftrennen könnt, könnt ihr diesen Überbleibsel an Steg hier in der Mitte später an der Bandsäge auftrennen. Aber ich werde euch jetzt zeigen, wie man diesen Steg komplett auf der Kreissäge auftrennt und was da halt eben wichtig ist. Wir setzen hier vorne eine Markierung, um das Sägeblatt dann mittig daran auszurichten. Wenn wir das Ganze auf der Säge, auf der Tischkreissäge sägen wollen, müssen wir hier so ein paar Kleinigkeiten beachten. Generell werde ich es jetzt auch so sägen, wie als wenn ich eine Tischkreissäge hätte und keine Formatkreissäge, damit ihr das besser nachvollziehen könnt. Die Spanhaube habe ich nach oben gebracht und was dann erstmal am wichtigsten ist, ist das hier. Das Sägeblatt, mit dem wir sägen. Wenn ihr ein Sägeblatt habt mit sehr vielen Zähnen, wird das nicht gut funktionieren. Passt auch bitte auf, weil da kann es sehr, sehr schnell passieren, dass ihr euer Brett über das Sägeblatt schiebt und euer Brett hinten leicht abhebt, weil das Sägeblatt nicht das Material geschnitten bekommt, weil das zu viel ist. Bedeutet, ein Querschnittsägeblatt würde ich euch hier nicht empfehlen. Wenn es super frisch geschärft ist, wird es funktionieren, aber dann wird es auch sehr, sehr schnell stumpf. Ich benutze jetzt hier ein kombiniertes Sägeblatt. Das ist auch nicht mehr so mega scharf. Deswegen werden wir heute in ein, zwei Schritten das Ganze sägen, weil das ja doch ein sehr hoher Schnitt ist. Besser wäre in dem Fall ein Sägeblatt, was wirklich für Längsschnitte gedacht ist. Also ein Sägeblatt irgendwie mit sehr, sehr wenigen Zähnen. Des Weiteren muss ich bei mir den Anschlag einmal umdrehen, dass wir auch mehr Anlagefläche haben, damit unser Brett nicht kippelt. So, den Anschlag jetzt bis hinter das Blatt, damit wir auch eine Führung durch den gesamten Schnitt haben. Jetzt einmal das Sägeblatt ausrichten. Jetzt einmal den Anschlag ausrichten. Jetzt stellen wir die Höhe noch ein bisschen runter. Ich sage, wenn die Sägeblätter ganz frisch sind, dann schneide ich das immer in einem Durchgang. Weil ich jetzt Fritz und Franz nicht benutze und das Sägeblatt ein bisschen auf die Ohren bekommen hat, werde ich es in zwei Durchgängen schneiden. Ich habe da schon öfters Leute gesehen, die haben das Brett so über die Kreissäge geschoben. Würde ich euch nicht empfehlen, wenn euch das Brett irgendwie weggeschleudert wird, dann greift er direkt auf das Sägeblatt, ist ganz schön blöd. Deswegen benutzen wir hier logischerweise einen Schiebestock so rum. Was hier auch wichtig ist, wir müssen natürlich das Brett gleich drehen. Das bedeutet, wir machen den ersten Schnitt und dann drehen wir das Holz. Machen den zweiten Schnitt und dann stellen wir unsere Höhe ein, so dass wir das Brett durchsägen können. Jetzt mal als direkten Vergleich. Rechts haben wir das Ganze mit der Bandsäge aufgetrennt. Ich klappe es mal auf. So sieht das hier aus. Und links haben wir es mit der Tischkreissäge aufgetrennt. Und so sieht es hier aus. Ihr seht, wir haben hier so gut wie gar keinen Versatz. Wir haben hier vielleicht einen halben Millimeter Versatz. Und die Bretter sind wirklich exakt gleich breit, weil ich es auch schön genau eingestellt habe. Das heißt, wir haben hier ein Top-Ergebnis in einer sehr, sehr schnellen Zeit, um das halt eben herzustellen. Und hier sehen wir nochmal als Vergleich den Bandsägenschnitt. Ich denke, das hier hat mal ganz gut gezeigt, dass das mit einer normalen Tischkreissäge, wenn es ums Thema Holz auftrennen, wunderbar funktioniert. Und dieses Brettchen hier, das war auch nur 22 mm dick, was dann auch schon recht schmal ist, aber auch das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und solange ihr mit euren Flossen hier immer schön weit von dem Sägeblatt wegbleibt, ist es auch recht sicher,
solange niemand hinter der Säge steht. Wenn ihr das Ganze mal zu Hause ausprobieren möchtet und ein richtig gutes Holz dafür benutzen möchtet für euer nächstes Projekt, dann kann ich euch jetzt sagen, dass die amerikanische Kirsche endlich wieder auf Lager ist. Wir haben einige Stücke jetzt auch in der Länge von 1,15 Meter. Vorher waren sie nur 1 Meter lang, jetzt haben sie 1,15 Meter Länge und da kann man auch schon einiges Schönes draus bauen. Ich habe die ganze Zeit im Video gesagt, ich denke, dass viele die Bandsäge wählen würden, wenn sie ein Brett auftrennen würden. Ich weiß aber nicht genau, wie ihr es zu Hause macht. Deswegen schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, wie ihr das bis dato zu Hause gemacht habt und ob ihr jetzt vielleicht das mal probiert, an der Kreissäge aufzutrennen. Bis zum nächsten Video sage ich ciao.